Scheiß Video da vorher, oder? Das bin ich richtig ärgerlich, weil ihr das extra war. Mach weiter, dann ist die Kamera laufen. Ah, das ärgert mich. Das ist ein Video gelöscht, aber so ein Scheiß. Weil jeder Fix braucht eine Nachkommenschaft, weil ich Nachkommenschaft von ihm brauche. Weil das ist die einzige Logik der Evolution, Nachkommenschaft. Da kommen unterschiedliche Sachen und wir haben praktisch Rewe und wie sie nicht alle heißen, diese riesen Monsterketten und wundern uns, warum die Leute keine Arbeit mehr haben. Genau aus dem Grund, das ist in der Kultur so drin, dass sie so eine riesen, gigantischen Monarchien, so sage ich mal, ja nicht zulassen oder zugelassen haben. Und dann werden sie ja auch gute Plätze. Das heißt, dass wir voneinander etwas lernen können, dass wir uns positiv aneinander reiben können, nach dem Motto, was macht ihr denn da? Und dann erklärt er das und dann kann man daraus lernen oder eben auch wirklich an diesen Unterschieden sehen. Genauso wie das Missverständnis mit den Frauen. Also ich habe bei den Kopftuchfrauen wenige gesehen, die wirklich unglücklich waren. Also wirkte für mich nicht unglücklich. Die Rolle der Frau wird von uns vollkommen missverstanden. Natürlich gibt es da ja auch welche, die ja schon krank drauf sind. Das gibt es überall. Das ist diese ganzen Extremisten, die sind eigentlich die Probleme. Die Extremisten sind die Probleme. So, also, ups, hat sie gerade gesprungen. Gut, okay, also weiter. Also voneinander lernen können wir nur, wenn ein Unterschied besteht. Anders geht es gar nicht. So, was soll von jemandem lernen, der genauso intelligent und schön und reich und vollkommen ist wie ich? Sag ich's mal. So, genauso wie mit dem nach oben schauen, wenn man keine Vorbilder hat. Wenn man sozusagen einfach, naja, zum Beispiel unser Volk hat halt eben viele Dichter und Denker herausgebracht. So. Und die Russen sind da auch nicht anders. Die halten ihre Poeten, Schriftsteller, also geistige Leute sehr hoch. Nicht umsonst. Wir sind halt zusammen. Wenn die Russen hier rumlaufen, die kannst du vom Deutschen nicht unterscheiden, nicht ein bisschen. Genauso wie die Polen. Also sobald wir Polen begegnet sind, man kann uns nicht so groß unterscheiden, so würde ich mal sagen. Einfach vom Aussehen. So, und genau, bevor ich mich verquatsche, also man kann nur voneinander lernen, wenn eben ein Unterschied da ist. So, der nächste heißt, es ist für mich der nächste gleich vielleicht böse Frage oder Antwort. Eine böse Antwort. Es ist für mich nicht mal so ein Problem, wenn sie hier sind. So. Aber natürlich, einfach mal gesagt, darüber muss man auch diskutieren, dass wenn zu viele hier sind, geht es natürlich nicht. Ist ja ganz logisch. Kann nicht funktionieren, wenn einfach querbeet alles da ist. Oder kann nicht funktionieren, also es muss eine Begrenzung da sein. Sonst wird das auch als sehr, sehr wichtig. Und wiederum, das nächste ist, sie müssen auch wieder nach Hause gehen. So. Und natürlich haben wir eigentlich ja kein Problem, wenn wir hier die zulassen und sozusagen mit dem freundlich sind. So. Weil die irgendwann, sie sind Gäste, irgendwann gehen sie wieder zurück, genau aus dem gleichen Grund, weil sie einfach Sehnsucht haben. Die wollen wieder nach Hause, sie wollen praktisch auch ihre Kultur oder ihr Anderssein vielleicht, sag ich mal, wieder aufbauen. So, irgendwann, die Türken waren alle bei uns, wir waren in der Türkei 2005 und dann habe ich mit einem ziemlich netten Deutsch-Türken, der wieder zurückgegangen ist, ein sehr, sehr nettes Gespräch gehabt und der meinte, du, ab 2001 war jeder anständige Türke, jeder Türke, der was auf sich hielt, ist zurückgegangen in die Türkei, weil wir erstens eine bessere Wirtschaft hatten, zweitens, weil es einfach viel kuscheliger bei uns ist. In Deutschland ist es eiskalt, wir wollen es nicht so eiskalt. Hier sind wir sozusagen in Gemeinschaft, in Deutschland sind wir alleine. So. Fand ich ein krasses Statement und natürlich hat er einen Hamburger Dialekt gehabt und dadurch, dass die Deutsch konnten, konnte man das einfach viel besser verstehen. Also das heißt, dass die Leute hier bleiben, kann auch für die sogar peinlich sein. Warum sollen die denn in Deutschland sein, wenn es zu Hause wieder gut läuft oder eben besser läuft oder zumindest der Krieg vorbei ist? Wäre doch für die äußerst peinlich, wenn die praktisch sich an die falsche Zitze setzen, sag ich mal sogar provokativ,
und nicht nach Hause gehen und sozusagen ihr eigenes Land wieder aufbauen. Das ist doch eigentlich, das wäre doch eigentlich für alle Beteiligten peinlich. Muss man doch einfach so sagen. So, das heißt, im Endeffekt, wir dürfen einfach keine Kriege mehr zulassen, sondern wir sollten einfach geschlossen gegen Kriege sein. Mir ist es sehr wichtig, dass wir begreifen, dass wir sozusagen nicht aus Hass agieren dürfen, nach dem Motto, alle Neger sind doof und deswegen bin ich für Rassen, gegen Rassenvermischung, sondern die Sache, die einfach aus Liebe heraus praktisch die Sachen sehen. Wenn man wirklich, noch nicht mal moralisch, sondern welcher Ausländer, wo er denn wieder zu Hause halbwegs läuft, sollte dem peinlich sein, nicht nach Hause zu gehen. Das ist wie ein Vaterlandsverräter, wenn man es mal so patriotisch ausdrücken will. Und das ist argumentativ auch rüberzubringen in der Form. Wie gesagt, die Türken fand ich total krass, wie viel Nationalstolz die plötzlich 2001 wieder hatten. So, und dann sind alle nach Hause und der hat dann auch gesagt, das Kropfzeug, was wir nicht wollten, ist jetzt bei euch. Das war dann wirklich provokativ ausgedrückt. Weil da habe ich so gedacht, so meine Güte, das ist schon eine krasse Welt, in der wir leben. So. Und diesen Nationalstolz, wenn man es mal so sieht, wenn das jeder wieder hätte, so, weil er einfach auf eine gewisse Weise auf seine Herkunft stolz sein kann und sagt, okay, wir haben ein Land wieder aufgebaut, bei uns wird es auch irgendwann so kommen, dass wir wieder mal unser Land aufbauen können müssen. Bei den anderen ist es schon soweit. So. Und welcher würde denn nicht seine eigene Heimat wieder aufbauen wollen, ist einfach dadurch sozusagen auch gesehen von der anderen Warte, Problem, ich sehe die Probleme ähnlich, klar, aber ich sehe von der anderen Stelle auf die Probleme und ich sehe einfach in Liebe, es muss für alle eine Lösung her, wir können sie nicht alle totschlagen und ich verweigere mich gegen Hass und diese ständigen Keulen, diese ganzen Politkeulen, diese Kulturmarxismus, diese Ideologien, diese Schwachsinnsideologien, selbst wenn man gegen Kulturmarxismus ist, die nächste schwachsinnige Ideologie, weil man halt gegen Kulturmarxismus ist, ist ein Spiegelwald, der einmal überhaupt nichts bringt. Also einfach unideologisch mit einem inneren Herzen einfach angehen, sonst können sie nicht alle totschlagen, wir können auch nicht ständig unfreundlich sein, automatisch verändert sich unser Blick zum Negativen. Und das kann nicht gut sein, die Fronten werden verhärtet und alles wird einfach nur fragil und spröde und man reißt sich ständig irgendwelche Wunden. Das muss man nicht tun, sondern einfach die Fronten lösen und einfach in Liebe agieren und einfach die... Es ist klar, dass auch die Schwarzen eigentlich, wie Mike Tyson da bewahrheit ausgedrückt hat, natürlich eigentlich mit ihresgleichen verkehren wollen und nicht mit unseresgleichen. Also das hat ein Schwarzer gesagt. So, und das halte ich für irgendwo fast klar, wenn das entsteht, sozusagen dieses Gefühl von ich bin und ich kann stolz darauf sein, dass es denn praktisch für jeden wieder klar ist, dass einfach die Zeiten sich geändert haben, jeder wieder sozusagen seine Heimat aufbaut und einen Neustart, einen positiven Neustart findet. So. Nur bevor ich mich jetzt weiter verquatsche, ich danke dir, Wolfgang, für die unbequemen Fragen. Das war meine unbequeme Frage, jeder sollte sich die stellen. Ich bin gegen Rassenvermischung, aber eben bei ihm entscheidet, merke ich, möchte zu bedenken geben, die Energieform, warum man gegen etwas ist oder für etwas ist. Die Motivation dahinter ist sehr, sehr wichtig und aus Hass zu agieren, wird immer nur Trennung erzeugen und Trennung wird immer wieder nur Kriege erzeugen und deswegen ist Liebe die einzige Hoffnung. Liebe ist das oberste Gesetz, die Dinge in Liebe zu betrachten und für jeden den Sinn zu sehen. So, wir können sie nicht totschlagen, gut, das wollte ich nochmal zu bedenken hinlegen und danke euch, das war die Antwort und danke dir, Wolfgang, für Deutschland die unbequemen Fragen. Oh.
Du in der Paralleluniversum. Schau ich mal jetzt einmal aus, du kannst ja wieder anmachen.